Stadt als Stadtstaat, aber der ist für mich gerade super sinnlos eigentlich. Eigentlich müsste man Demokratie hinbringen, ja, wobei bald Kommunismus. Dann wäre das mal ein anständiger Staat hier. So, weiter geht's. Euer Bogenschütze wurde von Barbareneinheit angegriffen. Ja, das kriegt er gleich zurück. Keine Sorge. Das heißt, da unten ist noch irgendwo so ein Kackbarbarendorf. Runde ist vorbei. Jetzt ist die Runde vorbei. Ja, er überlebt. Okay, sehr gut. Ich merke gerade, ich habe eine Fähigkeit nicht aktiviert. Bin auch ein bisschen doof. Der Siedler wartet noch. Der Bogenschütze. Jawohl. Und Tötung. Batz. Ciao. Sehr schön. Wie viel Forschung hast du eigentlich? Meinst du, was jede Runde plus macht, oder was? Ja, ja, ja. 200. Okay, gut. Dann bist du ja nicht weit weg von mir sogar. Okay. Ich hab 315. Oh, nee. Was? Die sind so doof. Ja, die Missionare müssen noch warten, weil wenn die Barbaren da sind, dann machen die mir Aua. Das ist nicht gut. Das ist nie gut. Aua ist nie gut. Habe ich mir sagen lassen. Ah. Könnt ihr... Ne, können nicht. Die fahren auch vor... War jetzt einen richtigen Religionsaufmarsch beim Gandhi. Der Nigo, der rascht aus. Oh krass, aber ganz ehrlich, du bist der Zweitbeste im Forschen. Okay. Ja, ich habe schon einige Universitäten und so. Ja, auch, aber halt tatsächlich mit Abstand. Das finde ich krass. Herrschaft hat Skütchen. Du hast Religion. Jemand hat Diplomatie-Sieg. Das finde ich nicht so nett. Und irgendjemand ist ziemlich, ziemlich, ziemlich stark. Der hat... Oh, Militär, oder? Nee, das, der... Also wenn du auf Punkte gehst, also Weltrangliste und Punkte... Ach so, ja, ja, ja. Der Zweite, wer ist das denn? Es gibt anscheinend noch sehr starke Leute hier. Mhm. Aber wer weiß, wo die sind? Wahrscheinlich, Richtung Westen, keine Ahnung. Oder noch weiter im Osten da. Aber der ist technologisch nicht so weit. Ja, okay, gut, im Vergleich zu mir sowieso. Merke ich gerade. Ja, gut. Es gibt nur eine Person, die ist, die fällt doch ab. Der Vorletzte, der ist nicht so gut auf Technologie. Ja, gut. Da muss ich wohl mehr in Technologien reinstecken jetzt, ne? Ach so, wo habe ich denn Uran, wenn ich Uran habe? Wo habe ich denn Uran, wenn ich Uran habe? Na, in der Hose sicherlich nicht, Nico. Dann habe ich auf einmal statt einen Brennstab zwei Brennstäbe. Ah. Indien expandiert und hat die neue Siedlung Kolar hinzugewonnen. Okay. Wer greift hier an? Ah, okay. Okay, ich finde, ohne Scheiß, ich finde kein Uran bei uns. Auch bei dir nicht. What the fuck? Hm, das gefällt mir so nicht, Nico. Haben die oben Uran? Jawohl, gut, jetzt kann mein Siedler auch endlich mal hier rüber. Wo wollte ich den eigentlich platzieren? Da unten beim Öl, gell? Das mit dem Uran gefällt mir so gar nicht.
finde auf der ganzen Karte kein Uran. Okay. Gibt's ja gar also nicht. Im nicht sicht- also es ist nicht sichtbar. Nee, ist kein Scheiß. Also das beruhigt mich auch auf der einen Seite, ne? Oh ja, bitte, 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 bitte. So, das war's mit denen. In 8 Runden, Nico, sehen wir die ganze Karte. Hm. Ah ja, okay, alles klar. Was denn? Ja, wir sehen dann die ganze Karte. Hä? Du hast doch gerade gesagt, in 8 Runden sehen wir die ganze Karte, oder? Ja, genau. Ja. Was könnte ich denn jetzt machen? Wir bauen die Werkstatt, dann geht's hier ein bisschen schneller voran. Ich müsste mal ganz kurz für kleine Königstiger. Mhm. Ich bin gleich wieder da. Okay, die Runde ist vorbei. Okay. Wir sind nämlich mal Weltkongress. Hallöchen. Oh. Spione, die ausgewählte Operationen ausführen, funktionieren 2 Stufen höher. Oh nee, ich hasse das Spione. Ich würde sagen, Technikbonus stehlen oder sowas. Okay. Oder Technologie stehlen sollen, die nicht machen. Ja. Ich baller da alles rein, was ich hab. Und 100%... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Was wolltest du sagen? Ich würde auf den Campus 100%... Ja, ich auch. Dann läuft das hier alles ein bisschen schneller. Oh, ich bin gespannt, ob das mit der Spionage klappt. Mit der Spionage, weil ich bin halt echt weit und wenn die anfangen bei uns zu stehlen, also bei mir eher, dann haben wir ein kleines Problem. Kommt das jetzt bald? Achso. Gandhi hat mit dem Technikbonus stehlen. Ist durchgegangen sogar. Also ich glaube, da haben wir echt überstimmt. Okay, ja. Sehr gut. Und Campus auch. Guck, sehr gut. Aber ganz ehrlich, auch nur wir beide. Ja. Wir haben zusammen 10 Stimmen gehabt. Okay, also jetzt geht's aber echt voran, ey. Aber echt, ey. Aber echt, hey. Oh, wir könnten ein Sendezentrum machen. Was mache ich denn jetzt hier? Eremitage? Ah! Oh ja, meine Raffinerien sind fertig. Oh ja, sehr gut. Raffinerien? Ja, also ich kann jetzt Raffinerien. Okay. Bauen. Sehr nice. Oh. Jetzt fängt's aber hier an. Und Renaissance-Mauern generieren +2. What the hell? Mm. Was will denn der Gandhi jetzt bitte? Ja. Soll mir schon auf den Sack gehen, Alter. Na, das ist nicht so geil. Ich würde das mal machen. Dann sind wir schneller mit den Wundern fertig. Ach, jetzt brauche ich nur noch die Ölbohrtürme. Ölbohrtürme. Oh. Wie sieht's hier oben aus? Mhm. Tomiris hat mir auch was vorgeschlagen. Ach, hallo? Ah. Du bist ja süß. Ressource entdeckt. Altertumsstätten. Okay. Ich habe Altertumsstätten entdeckt, das ist schon mal nicht schlecht. Sehr schön. Das sind ja noch mehr Barbaren. Immer feste drauf, Nico. Okay, ich kann nächste Runde Atomkraftwerke bauen. Der Nachteil, ich habe kein Bum-Bum. Ah. Keine Atomenergie. Ist jetzt erstmal möglich. Das ist ja nun Ding aller. Apropos. Ah, meine Siedler sind da. Perfekt. Aber hier finde ich jetzt auch nichts gut. Ah!
bei Fez in der Nähe, wo du gerade bist, ist Uran. Okay. Ich würde am liebsten siedeln, aber ich weiß nicht, ob ich hier dann deine Expansionsmöglichkeiten nehme. Das sind ja eh gleich Indien und die andere. Also, wie du magst, ich kann mich da hinflanken. Ich habe gerade einen Siedler da. Okay. Ja, wenn du einen da hast. Okay. Ist alles nur für den Sieg. Ich frage mich, wer auf der anderen Seite dieses Flusses bei dir auf der rechten Seite ist. Ja. Das ist echt schwierig. Hier ist kein Uran nirgendwo. Das ist die einzige Uranquelle. Das ist ja ein Ding. Oh. Ich könnte jetzt schon das Manhattan-Projekt starten. Pferde. Ich hab Pferde. Also, Gandhi will bei mir eine Botschaft errichten, manchmal. Okay. Ach, Schmann. Ich habe die Kernspaltung entdeckt. Wunderschön. Oh, Junjun nimmt an Bevölkerung ab. Die haben gerade eine Hungersnot. Ist nicht ach, so geil. Ich brauche jetzt zwar jetzt die Eremitage, aber ich würde gerne einen Handwerker bauen, die dem dann da helfen tun. Dann wird die Welt ein bisschen besser. Ja, die Golden Gate Bridge macht sich langsam. Seoul hat nichts zu essen. Also wir könnten natürlich, also jetzt für unseren Vorteil, weil unsere größten Städte sind ja im Süden im Eis. Wir könnten ja theoretisch die die CO2-Belastung so hoch treiben, dass das Eis verschwindet. Wir? Ja. Weil dann haben wir natürlich Grasland, ne? Also ich hoffe, dass das so klappt. Ich habe nämlich mal gesehen das oder gehört, weiß ich gar nicht, da. Also wir könnten es machen. Das wäre nämlich ziemlich interessant. Puh. Gucken wir mal aufs Weltklima. Also bisher hat... Ja gut, aber wir müssen halt damit rechnen, dass wir dann Stürme, Flussüberschwemmungen und sowas. Ja, das ist das. Bisher tatsächlich hat keiner CO2 in die Luft gepustet. Ja. Mir wird zwar immer mal wieder vorgeschlagen, ich soll ein Kohlekraftwerk bauen, aber ja. Das ist bis jetzt noch nicht gemacht. Dito. So, das die letzten. Zack. Was ist das hier? Barbarenland. Alter, der Barbar chillt auf Fäse. Auf Fäse. So ein Schlomo. So ein Schlomo. Okay, dann muss der Fäse das regeln. Ah, apropos, kann ich mir jetzt mittlerweile... Oh ja. Geil! Ich kann hier Sachen bauen.
Na komm. Ah, Moment. Ich habe eine bessere Idee. Vielleicht baue ich erstmal das da. Alter, was eine Punktzahl, die ich hier bekommen würde. Alles klar. Kann ich noch was bauen? Ich könnte eine Uni bauen. Wir haben ja sonst nichts. Wieso hab ich... Kann ich noch was bauen? Ein Monument. Ach, ich muss unbedingt ein Handelszentrum bauen für die Scheißhändler. Wir investieren mal. Die Staudämme, die schauen so cool aus. Mhm. Guck mal bei mir, unten, da wo Majapahit links davon, wie diese Stadt jetzt mittlerweile aussieht. Boah. Riesenkanal. Ja. Ah, das ist schon heavy. Ich hab wieder... Ah, ja, sehr schön. Hallo. Was bringst du mir? Och, 250 Gold plus 2 Gesandte. Das gefällt mir. Ach ja, klar. Ich bin ja auch so ein Schlobi. Minimale CO2-Belastung. Eine beliebige Menge Uran zur Energie für Städte im Umkreis von 6 Geländefeldern. Wo ist denn mein Industriegebiet? Industriegebiet. Da. Oh, das ist ja blöd. Ich habe gehofft, dass man irgendwie mehr Energie transportieren kann. Das heißt, ich müsste im Grunde genommen in jeder Stadt ein Kraftwerk bauen oder so. Das ist so Blade. 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 Aber hier wird sich's lohnen. Okay, also hier wäre ein Atomkraftwerk genial. Da hätte ich 3 Städte, die ich gleich versorgen würde. Ich glaube, das sollte man machen, Gil. Okay. Hier könnte es auch klappen. 6 Geländefelder. Nur Pyongyang hätte dann nichts von. Wenn ich Uran habe, dann kann ich das dann herstellen. Dann habe ich erstmal ein Forschungslabor. Och. Meine Bibliothek ist schnell gebaut. Wo sind das da? Wenn ihr in einer Stadt einsetzt. Naja, nein. Nein. Okay. Ein wunderschönes Feld, was wir hier wieder bewirtschaften dürfen. Ich brauche Uran. Oh, was jetzt? Neuer Kontinent entdeckt. Wir haben einen neuen Kontinent entdeckt. Ach ja. Ihr seid dem Zulu-Reich begegnet. Ach ja. Das warst du jetzt, ne? Weiß ich auch nicht. Ja, Zulu und China. China. Umpamgugashaga. Wagwa Zulu. Moin. Und hier. Der Chinese. Sehr schön. Städte hungern bei mir, das ist nicht so geil. Ah. Jetzt wächst das wieder an. Das ist doch annehmbar so. Vielleicht sollte ich hier keinen Schwerpunkt wählen. Vielleicht sollte ich die automatisch verteilen lassen. So.